Sebastian Rode, Marco Reus und Lukas Piszczek sind die Ersten. Kamerashooting für die neuen Mannschaftsfotos. Alle Jahre wieder ein Pflichttermin kurz vor Saisonbeginn. Die Begeisterung hält sich offenbar in Grenzen. Reus, der seit gestern einen Führerschein besitzt, dennoch froh darüber, endlich wieder mittendrin zu sein. Schon bald soll er wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Zumindest besteht Hoffnung. Neben Reus ist Mario Götze der Spieler, auf den sich die meisten Objektive richten. Nach 3 Jahren zurück in Schwarz-Gelb. Ehe das mit dem Fotografieren richtig losgehen kann, dauert es noch eine ganze Weile. So nach und nach trudeln alle ein. Frisch geduscht vom Training. Ein wenig eitel sind sie alle. Der Chefcoach hat den oberen Platz ganz außen rechts. Nach einer guten halben Stunde hatten alle es geschafft. Feierabend. Die nächste Pflichtaufgabe folgt nun am Montag mit dem DFB-Pokal in Zwickau.